Hog Heaven. Na gut, ich würde einfach mal den hier so nachgehen. Vielleicht finden wir ja dann auch die Bücher. So, im Süden von Grand Sarry. Grand Sarry. Yacht Club. Hoho. Wir können übrigens gleich mal kurz mal gucken. Da ist was Neues, nämlich da drin, was wir kaufen können. Oh, jetzt diese neue Sachen. Landscapes and portraits. Find the one that your house is lack. My goods will brighten up. Oh. Oh, guck mal. Nur kaufen natürlich. Enjoy your purchase. Dankeschön. Das sind auch sowieso meine Sachen. Wo war es vergessen? Ich glaube, hier oben war nämlich auch noch ein bisschen was gewesen. Nämlich hier. Dann gehen wir da nämlich auch mal kurz hin. Und kaufen uns mal alles auf. Ich weiß gar nicht, wie wir an Geld im Übrigen hier kommen. Das muss ich mir auch mal ein bisschen angucken. Karte einmal umdrehen. Jo. Entschuldigung, kleiner Mann. Und dann gehen wir dann zum Yachtclub. Ne? Wollen wir was noch anvisieren? Nee. Also wir finden wahrscheinlich erst dann wieder was, wenn wir zum Beispiel das gelöst haben. Alles klar. Exquisite furniture for your home. My goods will brighten up your house. Oh, ein Bett. Kaufen. Enjoy your purchase. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch hier irgendwas? Ich glaube mal eher wahrscheinlich nicht. Wir können trotzdem mal ganz kurz hier gucken. Oh, hier. Schön, zum Glück können wir schnell Reise machen. Es war immer so alles ein bisschen außerhalb. Oh. Das ist ein Plakat. Außerhalb unserer eigentlichen Pfalz. Und wir laufen dann immer so ein bisschen Gefahr, die anderen Sachen zu vergessen. Ein Teppich. Oh, warte mal, da war noch eine Waffe dabei gewesen. May your purchase. Oh ja, das hat mich aber auch alles gekostet jetzt hier. Gut, dann gehen wir mal zum Yachtclub. Da bin ich mal gespannt, was wir da Schönes haben. Bestimmt. Ah, nicht ganz, sondern da vorne. Zeig mal hier. Ah, nee. Doch da oben. Hello. Can you satisfy my curiosity? That's a question I can answer. Ah, Mitglieder des Yachtclubs erwähnten, dass Mr. Perks das letzte Rennen verpasst und ihn seit dem Morgen niemand gesehen hat. Er könnte in einem Zimmer in der Werkstatt auffindbar sein, südlich des Yachtclubs. Okay. Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Komme ich da irgendwie rein? Denk mal eher nicht. Wir gehen mal hier runter. Oh, das sieht hier gut aus. Ey, achso, ach Mann, ey. Ah, John verwirrt mich immer wieder, ey. Bloodied bandages. Oh. Where would a champion hide a key? Foghorn to navigate and warn others at sea.
You should have a warning to cover your ears. Ist das umfangreich? A foghorn to navigate and warn others at sea. Ah, hier. I suppose there is something for everyone. Noch ein Band. Including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Hier ist nichts weiter. Da ist ein Schiff, aber dann gucken wir uns mal lieber hier nochmal ein bisschen weiter um. Champions Whirlpool. Pool's bread and butter. Nee. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Komm ich da jetzt aber rein? Komm ich von außen irgendwie rein? Help me, please. I can't help you with that, sir. Da komme ich nicht lang. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Ganz doll merkwürdig. Ach da, guck mal. Foghorn to navigate and warn others at sea. We can become pirates and show them what should be stored in here. Da ist die Farbe. Ich finde die nicht mehr. Uiuiuiuiui. Die Farbe scheint irgendwie ein bisschen gerade egal zu sein. Warum auch immer. Ich verstehe das echt nicht.
Ernst, oder? Ach, ey, das gibt's doch echt nicht. Okay, etwas schief. Uiuiuiui. Ja, wo kann ich es noch nachgucken? Boah, ey, also die Hinweise, die lassen sich richtig schwer finden. Wie komme ich jetzt da rein? Man wird mich aber auch immer wieder. So, viel dürfte hier nicht mehr fehlen, glaube ich. Aber irgendwie trotzdem doch so vieles. Zumal wir schon ein gutes Stück vorangekommen sind. Ist dein Ernst? I hope Paul it- oh, ey, also. Scheiße, ey, ich bin Idiot. Bloodied bandages. Du elendige Schiffsratte, glaubst du einfach, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört sich ab, das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf dem Grund des Meeres entgehen. Oh. Mr. Gildon wasn't afraid to get his hands dirty. Tournament, okay. An interesting place for a message to a champion. Was steht denn da? An interesting place for a message to a champion.
additional earnings to sweeten the victory. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool, one victory after another. To earn big, you have to spend big. Also er hat zumindest schon mal geschummelt, okay. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Aha. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. Okay, also er hat geschummelt mitunter. Da ist aber vieles im Argen irgendwie. Wir haben jetzt alles gefunden, okay. Hier auch. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Ja, aber nichts mehr? Oder ist es jetzt hier absolviert? Ich glaube nicht, wa? Im Zimmer, das mit dem Shit Whirlpool versehen ist, sah ich blutige Verbände. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ja, das ist aber auch nicht so wichtig, wa? Bloodied bandages. Bloodied bandages. Ist doch nicht alles gefunden. Verdammt mich doch mal. Mann, 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 Mann. Und an der Werkstatt habe ich auch nichts mehr gefunden.
Das ist doch hier alles. Also das ist wirklich mega mies schwer, muss ich echt zugeben. Mir ist es echt manchmal ein bisschen zu hoch. Aber auch nur, weil ich mit diesen ganzen Funktionen nicht klarkomme, habe ich denn jetzt hier alles gefunden? Mal sagen, komm, wir gehen dem mal so ein bisschen nach. Ja, gut, aber wo muss ich jetzt damit hin? A foghorn to navigate and warn others at sea. Ach, da! Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits.